Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video geht es in erster Linie um den Paragraphen 4 des Tierschutzgesetzes, Abschnitt 3, das Töten von Tieren, verbunden mit der legitimen Frage, inwieweit nehmen inzwischen die Türkei sowie Saudi-Arabien Einfluss auf die deutsche Politikgestaltung. Im Tierschutzgesetz heißt es dazu, ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzuges zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist. Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn Punkt 1 sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist, was noch nachvollziehbar ist. Aber nun kommt's. Die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten ohne Betäubung, sprich Schächten, erteilt hat. Sie darf die Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu entsprechen, denen zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaften das Schächten vorschreiben oder den Genuss von Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen oder drittens dies als Ausnahme durch Rechtsverordnung nach § 4b Nummer 3 bestimmt ist. Das Tierschutzgesetz wurde zuletzt am 29.03.2017 geändert und prompt genehmigte das Land Niedersachsen dieses Jahr erneut Sondergenehmigungen zum Schächten. Auf der einen Seite ermitteln Staatsanwaltschaften, was ich befürworte, gegen Tierschutzverletzungen in Mastbetrieben. Auf der anderen Seite werden Gesetzeslücken geschaffen, die nicht dem Wohl des Tieres dienlich sind. Da zeigt sich meiner Ansicht wieder einmal mehr die Doppelmoral der Politik. Ich persönlich finde, Deutschland sollte die Ausübung der Religionsfreiheit nicht davon abhängig machen, ob hierzulande das Schächten erlaubt ist oder nicht. Der Fokus sollte sich darauf konzentrieren, einen angemessenen Standard im Bereich des Tierschutzes aufrechtzuerhalten. Ewiggestrige haben wir in jeder Nation. Deren Belange zu bedienen, halte ich grundsätzlich für falsch. Ach ja, und eine Frage sei noch erlaubt. Was meint ihr, inwieweit nehmen Länder wie Saudi-Arabien oder die Türkei inzwischen schon Einfluss auf das Politikgeschehen in Deutschland? Lasst uns sachlich diskutieren. Ich danke fürs Anschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.